Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Raus aus Silber. Wir befinden uns jetzt im siebten Placement Match. Und ich wurde anscheinend schon erkannt, aber ich kann mich an die Person nicht erinnern. Das ist unser Top-Laner, der wohl schon mal mit mir zusammengespielt hat. Aber nicht im Ranked. Ja, nicht im Ranked. Wir haben eine sehr, sehr unangenehme Komposition gegen uns, denn die Gegner haben sehr, sehr viel Teamfight-Potenzial. Wir können jemanden rausnehmen über Blitzcrank und dann eben über Malsa etc. ganz gut engagen. Wir sollten also hier aufpassen, aber wir haben auch ein gutes Team, muss man eigentlich sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Yeah. Und dass wir in der Laning-Phase auf einen Blitzcrank treffen, ist im Prinzip eigentlich schon recht angenehm für uns. Denn ich kann Blitzcrank ja wunderbar unter Druck setzen. Ich habe sehr, sehr viel Schaden in der Hinterhand. Ich kann viel poken und er kann eigentlich nur mich grabben und so ein All-In versuchen. Wobei ich das dann im weiteren Verlauf mit meiner W-Fähigkeit, mit einem Mantra W, wieder countern kann. Und so haben wir jetzt hier schon den ersten Engage, den ersten großen Schaden. Ich werde jetzt hier auch gleich exhausten. Da war jetzt gerade die Ult, der Heal nicht wirklich nötig. Gehe ich aber auch gleich wieder ran. Eventuell treffe ich nochmal, aber leider nein. Da haben wir auch schon unser First Blood. Ja, das war soweit halt eben. Da flasht auch er. Also wir haben auf jeden Fall diesen Flash, wir haben diesen hier, wir haben das Exhaust hier. Level 1, wunderbar. Das ist halt auch das, was man mit einer Ezreal Karma Kombination machen kann. Da hat man auf jeden Fall den Schaden dafür im Kit vorhanden. Ich packe jetzt halt mein Mantra Q hier in die Minions, damit wir so ein klein bisschen pushen können. Und vielleicht dieser Blitzcrank nochmal den Fehler macht, mich anzugreifen. Nicht unbedingt jetzt per Hook, das ist mir vollkommen egal. Na, das war knapp. Das war schon extrem knapp, dass ich da nur dran gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass der Elfer so krass da jetzt gerade reingeht. Aber perfekt für uns gelaufen. Ich bleibe noch ein bisschen auf der Lane. Ein kleines bisschen wenigstens, weil ich möchte dann, wenn ich zurückgehe, gleich noch ein Control Ward haben. Und so wie es aktuell läuft, habe ich ja im Endeffekt keine Probleme, dass ich dann auch recht gut rausgehe, wenn wirklich was kommt. Na, da wird jetzt vielleicht hinten noch ein Minion sterben. Nein, tut's nicht. Ich habe Legs. Sehr schön. Das freut mich immer. Freut mich. Aber ist schon wieder vorbei. Huiuiui. Also kleine Legspikes sind nie angenehm. Das ist natürlich auch das, wenn man overextended und dann auch noch Legs hat. Das kann einem schon einiges missplayen. Ach, da kam der Flash erst. Ich dachte, die hätte den vorhin schon benutzt, aber dann war das nur der Ezreal, der hier geflasht ist. Na gut, dann kann ich mich aber auf das nicht mehr verlassen. Sie verlässt sich gerade auch zu sehr auf den Blitzcrank. Dann können wir jetzt gerade den engagen. Und nebenbei dann wieder sie damagen. Ah, das ist schon... Wir haben sehr, sehr viel Zoning-Potenzial. Und das ist auch der Grund, warum ich da geblieben bin. Denn die Wave kommt natürlich zurück. Und wir haben dann das Potenzial zu zonen. Auf der anderen Seite ist auch der Top-Lane hier gerade nicht ganz ideal. Die Lauri kann anscheinend machen, was sie möchte. Aber das werden wir schon irgendwie geregelt bekommen. Langsam pusht dann auch die Wave wieder in die gegnerische Richtung. Aber sie hat sich jetzt gerade einfach auch zu weit rausgetraut. Ich hätte mein Q nicht machen sollen. Ohne das Q wäre ich noch lang genug in Range geblieben für das Binding und das wäre dann der Kill gewesen. Ganz, ganz schlecht hier. Da ist ein Ward. Ist natürlich klar, dass wir den clearen wollen. Leider sehen wir ja immer noch nicht, von wem ein Ward ist. Ezreal immer wieder sehr, sehr offensiv. Was nicht schlecht ist. Jarvan sehen wir gerade im eigenen Top-Jungle. Freiheiten sind also gegeben. Naja, spielt sehr offensiv, ist gar nicht mal so schlecht. Er hat jetzt Mana über die Träne und kann das dann auch eben machen. Sehr gut, sehr gut. Währenddessen immer wieder poken. Immer wieder poken.
Damit jetzt halt hier auch die Miss Fortune so wenig von dem Farm hier bekommt, wie nur irgendwie möglich. Jetzt kann ich weiter rangehen. Hier noch ein Ward setzen. Nein, es hat gereicht. Die Minions. Ich weiß nicht, der, also es muss gerade ein Minion gewesen sein, das ihn getötet hat. Und wir dominieren mal wieder komplett und das sage ich euch ja die ganze Zeit. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr die Botlane in den Boden stampft. Denn dadurch habt ihr einfach für euer Team die beste Signalwirkung, wie es, also dass ihr praktisch im Vorteil seid. Ich meine, wir haben in den vergangenen Spielen immer wieder gesehen, wie mal ein Rage Quit bei den Gegnern waren. Oder wie vielleicht auch 1, 2, 3, 2. Ich weiß es nicht. Nee, das war ein Normal Game. Da sind zwei abgehauen. Aber für gewöhnlich möchte man einfach dem eigenen Team signalisieren, ey, gar kein Problem, wir gewinnen das. Guck dir mal, wir haben First Blood gemacht, wir haben noch einen Kill, wir haben noch einen Kill. Man guckt mal kurz Tab und sieht, dass die Miss Fortune gerade mal 10 Minions hat. Gut, mein Ezreal farmt auch nicht gut, aber haben halt nur gerade 10, 13 Minions. Das ist alles nicht berauschend bei ihr. Und dann denkt sich das Team, alles klar, wunderbar, wir haben das. Und dann hauen die Leute auch nicht so schnell ab. Selbst wenn die Lane bei ihnen schlecht läuft, dann kann man immer noch sagen, hey, kein Problem. We got this. Hier ein klein bisschen mit diesem Blitzcrank spielen. Und da ist der Flash auch wieder raus. Wieder beide Summoners vom Blitzcrank genommen. Und den Control Ward hier entfernen wir natürlich auch gleich. Der Ward hier ist außerhalb des Busches. Ah, ich hasse diese Position ein klein bisschen, muss ich sagen. Aber einfach nur wieder durch diesen Ranlauf-Engage über die Karma mit dem W hier das Ganze forciert, dass er hier feedet. Ja, der Heal ist auch raus. Also das läuft unten wieder sehr, sehr gut. Ich nehme mal hier das Pflänzelein. Ah, er will es nicht haben. Gut. Entfernen wir diesen, ja, diesen Busch so gesehen. Weil entweder wissen wir jetzt, dass Jarvan über den River kommt. Dann hat er seine Combo bereit. Wenn er aber mit seiner Combo hier runterspringt, dann wissen wir halt, ja klar, er hat sie nicht. So, die Minions müssen noch sterben, damit ich dann wieder mit meinem Q ran kann. Sie probiert es erstmal über ihre W-Fähigkeit. Und riskiert natürlich hier jetzt 200 Damage für 2-3 Minions. Hier ist gerade nicht gewardet, das ist wieder sehr, sehr schön für mich. Das war nicht nötig, Ezreal. Und ja, wieder gesehen, der Druck, den wir am Anfang haben, der Snowball natürlich. Ich wurde gebeten, das ein oder andere Video zu Fachbegriffen zu machen. Einfach nur für die Leute, die komplett neu in dem Spiel sind. Und habe ich mir überlegt, werde ich auch irgendwann mal machen. Aber wenn es jetzt halt hier währenddessen fällt, werde ich halt natürlich den Begriff hier aufgreifen. Und da fiel Snowballen. Snowballen ist jetzt halt in den meisten Fällen zweierlei gemeint. Einmal ist es bei Champions gemeint. Und da ist der Hauptaussprachegrund, dass man sagt, man hat ein Kill. Und dadurch kann man sich bessere Items kaufen, um damit zu snowballen. Snowballen kann man sich genauso vorstellen wie bei einem Schneeball, den man irgendwo an einen Hügel legt, obendran. Und dann rollt der runter und wird größer und größer. Und dieser Snowball-Effekt ist eben enorm das, ist genau das, dass man eben enorm viel mehr stärker wird durch ein klein bisschen Anfangsfeed, den man erreicht hat. Ja. Und das andere ist natürlich dann auch bei Items, so zum Beispiel ein sagt mir die Worte, Dark Seal bzw. ein Majors. Der hat doch gesehen, dass ich ihn abgeschossen habe. Meine Güte. Also wirklich, das ist, da denkt man sich wirklich, da passt jemand nicht auf. Bei Items, also Dark Seal oder bei Magis, ist es genauso. Da kann man auch sagen, das Item snowballt. Dadurch, dass man halt Kills bekommt, wird das Item stärker und stärker. Das ist halt so der zweite Einsatzgrund. Ich habe schon wieder einen Lag. Das ist natürlich jetzt extrem unangenehm.
Ich krieg leider das nicht mehr raus. Ach, sowas ist extrem ärgerlich. Weil durch den Lag konnte ich hier nicht mich richtig bewegen in dem Busch bei dem Ward. Und bin dementsprechend schlecht gelaufen. Dann habe ich jetzt gerade noch versucht zu fighten, denn ich hatte mein Mantra fast wieder bereit. Und dadurch hätte ich dann über Mantra W vielleicht noch das ein oder andere kleine Play machen können. Naja. Schade. So, ich bin natürlich auf die Mobility-Stufe gegangen. Die werde ich jetzt in dieser Reihe sehr, sehr häufig einsetzen. Denn dadurch möchte ich euch halt auch zeigen oder ermutigen, dass man öfter roamt, dass man irgendwie versucht, eben das Team voranzubringen. In den meisten Fällen im Bronze, also raus aus Bronze, habe ich euch gezeigt, klar, offensiv spielen und viel helfen, das ist wichtig. Aber ich habe euch auch gesagt, na, ihr müsst eigentlich immer wieder mal gucken, dass euer ADC genug Unterstützung bekommt und dass ihr dann auf lange Sicht auf den spielt, viel über Split-Push regelt, das Team motiviert, generell das ganze Team, damit halt da keiner wirklich mad wird und rausfällt. Und jetzt muss man aber sagen, langsam haben, also im Silberbereich, Silber-Gold, sind einige Leute dabei, die ihre Champions schon sehr gut verstehen. Und anhand dieses Punktes muss man halt dann sagen, alles klar. Uiuiuiui. Anhand dieses Punktes muss man halt gucken, dass man entweder den Gegner, der seinen Champion langsam recht gut versteht, oder eben das eigene Team unter Druck setzt. So, der Slowhead, der reicht also, dass sie den Kill bekommt. Auto-Attack, no, das hat schon gepasst. So, und wir gehen gleich wieder runter. Wir werden hier aber noch ein klein bisschen warden, damit diese Cassiopeia hier sicher ist vor dem Jarvan-Gank. Na, vielleicht kommt der jetzt. Ah, Cassio läuft hier ein klein bisschen zu spät. Wahrscheinlich los, da kann ich nicht weiter was machen. Einen Auto-Attack noch, aber das bringt dann nichts. Muss mich hier ein bisschen vor Blitzcrank in Acht nehmen. Das kann durchaus sein, dass der hier kommen möchte. Ja. Bekommt sie den Blue Buff dafür? Ja. Dann kann ich das akzeptieren. Ich wollte halt den Ward hier setzen, damit wir möglichst sicher sind. Und da irgendwie nicht von Blitzcrank überrascht werden können. Da hatte ich halt allein gewesen und der Hook darf mich in solchen Situationen nicht treffen. Hat er trotzdem, also bin ich gestorben. Wenn jetzt der Zier dafür die Kills bekommt, na, sie hat jetzt dadurch den Vorteil in der Mitte. Kann ich akzeptieren. Aber bitte stirb jetzt nicht auch noch. Ja, das hat zwei Gründe, warum sie hier gerade gestorben ist. Einmal ist sie halt zu nah an das Minion gegangen, das schon das E von Nazahar drauf hatte. Auf der anderen Seite, ja, die Minions an sich. So, da gleich mal wieder den Flash ziehen. Wir sind halt eigentlich immer noch in der Drucksituation. Da ist kein Ward, hier dürfte auch keiner sein. Also mal nur das Eck hier warden. Da sehen wir halt, was hier passieren würde und wir sehen, was über den Fluss kommt. Xinzao ist da, aber eigentlich haben wir gerade keine wirkliche Einsatzmöglichkeit für ihn. Wir brauchen diesen Jungler in der Sekunde nicht. Wir sind zweifache Kills vorne, das ist gut. Sogar ein bisschen mehr. Und das gegen ein Team, wo ich sage, entweder wir müssen snowballen oder die Gegner. Was auch immer er da noch gemacht hat. Das ist super nett gerade von Azrael. War aber insgesamt nicht nötig. Denn ich habe ja mein Mantra weh gehabt. Aber ist klar, sowas. Ja. Kann man Leuten nicht zumuten, dass sie wissen, dass eine Karma weiß, wie sie zu spielen hat. Klar, gehuckt werden war hier schon wieder eine schlechte Idee, insgesamt gesehen. Aber ich habe mir das auch ein klein bisschen kalkuliert. Haben die Gegner eigentlich einen Heal benutzt? Kann ich das dann noch sehen? Ja, wenn ich. Ja, die haben einen Heal auch benutzt. Ich habe schon wieder einen Lag. Das ist echt grausam heute.
Das ist echt grausam. Ja, vor und wieder zurück. Vor und wieder zurück. Da muss ich meine Ulti, da muss ich meinen Flash nicht benutzen, weil ich halt über das zweite Auslösen von meinem W nochmal den Heal bekomme. Mir scheint es so, als muss ich dann doch mal auf die Toplane rotieren und da den Leuten helfen, weil hier einiges an Problemen ist. Anscheinend läuft da bei den Gegnern, bei unserem Bot-Jungle, Top-Jungle nicht alles so rund, wie es sein soll. Ja, und da ist noch der Jarvan. Deswegen laufe ich da eben gleich hin. Ich hoffe, die Minions halten mich hier nicht auf. Gut. Da positioniert er sich gerade ein klein bisschen falsch. Hat es trotzdem überlebt. Ah, Cassio ist ziemlich low. Da muss ich weg. Ich kann auch hier einen Ward reinpacken, aber das war's dann auch. So, jetzt ist ein bisschen low vom Mana her. Oh, die hat einen Red Buff. Okay, uncool. Es reicht leider nicht, das reicht leider nicht. Ah, da muss ich mich eben genau vor diesem Minion fernhalten, damit mir nicht derselbe Fehler passiert wie der Cassio vorhin. Machen wir das Ganze mit dem Mantra Q, damit wir hier die Wave wegpushen können. Die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, Mantra W, um sie reinzubaiten. Das hätte man auch machen können. Aber ich habe mich dann doch eher für die Wave-Clear-Variante entschieden. Da bekomme ich halt im Endeffekt mehr Kohle und der Xin-Sau ist nicht in die Mitte gekommen. So, jetzt gehen wir aber mal wieder runter. Und spotten hier gleich mal einen Jarvan. Der möchte die Krabbe doch nicht mehr machen. Hat sich dagegen entschieden. Dann machen wir sie. Bevor er nochmal kommt und sie macht. Ein Control-Board wurde gerade gecleared, von dem her setze ich hier einen neuen. Ich habe den ja davor hier in der Mitte gehabt. Da haben wir mal wieder einen Flash gezogen. Es ist schon erstaunlich, wie viel Flashes man hier kriegt. Boah, das war knapp. Schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, Ward drüber. Damit wir da ein bisschen die Möglichkeit haben, dann auch was zu machen. Na, der Jarvan ist wieder da. Warten wir, bis Miss Fortune wieder vorkommt. Dann gehen wir mit Mantra W auf sie drauf. Denn dadurch haben wir einfach die Möglichkeit. Na, wobei. Wir haben das Problem, dass Jarvan gerade hinten sein könnte. Ne, der kommt wieder über den River. Na, ist alles gut. Dann ist alles gut. Wirklich killen kann er uns nicht. Und ihr seht auch, dass, was Wards eigentlich bringen. Der kommt immer wieder, wir gehen immer wieder zurück. Und von dem her können die uns nie wirklich engagen. Weil wir halt einfach sicher spielen. Da pushen wir mal. Das ist gerade keine gute Situation mehr. Wir kommen nicht wirklich ran. Sie könnte jetzt hier ulten. 3 Schüsse auf den Turm bekommen. Was Xin Zhao hier macht, ist ultra gefährlich. Ultra gefährlich. Wir wissen halt nicht. Ja doch, die wissen es ganz genau. Okay, wir haben ihn bekommen. Ich mag ihn. Aber was machen die denn dir noch? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, okay. Ah, ich muss hier beides einsetzen.
Ich muss hier leider beides einsetzen. Mein Mantra und... Oh, schon wieder ein Lag. Mein Mantra und das Exhaust. Nur damit ich aus dieser Situation hier rauskomme. Geht's wieder? Wunderbar. Ah, da können wir jetzt halt auch wieder rangehen. Sehr schön. Ich werde natürlich denen nicht sagen, dass mein B mich heilt. Hier ist es besser, den Gegner im Ungewissen zu lassen. Na, ich bin jetzt hier schon wieder fast voll. Da lasse ich den Gegner lieber im Unklaren, was ich kann, wenn er es nicht weiß. Normalerweise in Normals bin ich schon so nett und sage, ja, hier, dies, das, jenes. Wir können da eigentlich jetzt halt auch so ran und den Turm machen. Dann habe ich auf jeden Fall die Freiheiten zu rotieren. Denn ich brauche Redemption. Das kann ich mir jetzt ja fertig bauen. So, erstmal ja, Redemption. Dieses hier und dann nochmal dieses hier für Arden Sensor. Wir haben auf einen Schlag 30% Cooldown Reduction dazu gewonnen, was natürlich für die Teamfights jetzt entscheidend ist. So, da gleich mal Redemption in die Mitte gesetzt. Assist bekommen wir hier nicht. Aber es sah mir schon so aus, dass hier mein Jax einfach reinspringen möchte. Und jetzt müssen wir natürlich diesen Feed, den wir haben, möglichst auf das gesamte Team übertragen. Der sollte da sterben. Ich tank das Ganze erstmal, aber leider kriegt es die Cassian nicht ganz hin. Auch nicht unbedingt schlimm. Ich gehe mal zwei, drei Schritte vor, um ihn eventuell nochmal vom Backport zu hindern. Damit wir ein klein bisschen mehr Zeit haben, die Mitte durchzupushen. Ja, und das klappt eigentlich auch ganz gut. Weil ansonsten hätte der... Obwohl, der hätte ja nicht mal wirklich zurück können. Na, das ist zu weit draußen. Ich habe mich gerade nochmal für das Schild-Skillen entschieden, weil ich in der Sekunde ein stärkeres Schild haben wollte. Hier reduziere ich eigentlich nur den Cooldown in der ersten Sekunde. Von dem her entscheide ich mich da für den sicheren Weg. So, ist kein Problem, ich bin raus. Und auch gleich wieder in die Mitte. Den Turm müssen wir eventuell jetzt aufgeben. Ich kann ja auch noch meine Ulti danach einen Schritt weiter skillen. So, ist kein Problem. Turm ist verteidigt. Das ist eigentlich hier gerade die wichtige Sache gewesen. So. Na. Schon wieder die D6. Ich weiß nicht, was das ist. Splitten die Illaoi. Und töten sie dann. Hoffentlich. Hier exhauste ich einfach mal den Xensar, den Javan. Denn ich muss eigentlich davon ausgehen, dass er mit seiner Ulti sofort reinspringt. Das ist nicht ganz so passiert, wie befürchtet. Aber da bin ich lieber in der Sekunde ein klein bisschen vorsichtiger, weil ich mich hier halt auf viele, viele Sachen konzentrieren muss. Ich muss gucken, wem ich jetzt halt mein stärkstes Schild gebe, wer ist am meisten unter Druck. Wer braucht, also ein Q muss ich nebenbei auch noch treffen und wem binde ich eventuell oder muss ich sogar mein Mantra W hernehmen, damit ich praktisch geschützt bin. Hier können wir eigentlich noch einen Turm mehr machen, theoretisch. Das ist schon möglich. Aber danach weg. Danach einfach raus. Das war jetzt ein sehr, sehr, sehr schöner Push. Und wir sind halt... Bei Karma läuft es halt auch oft so ab, wenn man in der Early-Phase gut spielt und sie hat alle Mittel, damit man am Anfang aggressiv und effizient spielen kann, dann hat man halt auch im späteren Verlauf mehr Möglichkeiten, das Team zu unterstützen. Ich habe jetzt halt auf den Schlag 3 Cooldown Reduction Items gekriegt. Und über die konnte ich dann halt auch sehr, sehr stark snowballen jetzt. Permanent die Schilde im Kampf zu setzen, ist halt schon viel, viel wert. So.
Das war mal wieder ein schöner Leck. Ach Gott, Computer, was ist denn heute los? So, nächsten Schritt, den Drachen sichern. Hier ist ein Ward. Möglichst weit weg sein davon. Wieder gucken, muss ich hier ulten oder nicht? Ist das hier überhaupt nötig? Das Problem ist halt, dass ich gerade mein Redemption eine Sekunde zu spät hatte. Hier nehme ich mal lieber kurz mein Mantra W auf die Laoi, damit ich da geheilt bin. Theoretisch ein kleines Missplay. Ich hätte hier auf jeden Fall mein Schild setzen sollen auf alle. Wo ist denn Xin Zhao gestorben? Da. So, wir holen zuerst. Ne, wir müssen keinen zuerst holen. Wir holen beide ran. Miss Fortune hat ihre Ulti raus, das wissen wir. Und wir haben jetzt halt hier die Super Minions. Sehr, sehr offensiver Schritt gerade von Jax. Aber das Problem war halt einfach, dass hier der Ads noch nicht dabei war. Na. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Der Ezreal hat sich dafür entschieden, wegzukiten. Dadurch halt hat es nicht geklappt. Hätte man hier auch schon beenden können mit ein bisschen mehr Fokus auf den Nexus von Ezreal. An sich sehr, sehr greedy, das stimmt schon. Wenn man es aber richtig runtergespielt hätte, dann wäre es in dem Moment kein Problem gewesen. Naja. Und es wäre auch kein Problem, wenn ich weniger Lags habe. Und das ist auch wieder so eine Sache, da müsst ihr drauf gucken, dass eure Internetverbindung stabil ist. Ja, weil dann seid ihr ein Faktor weniger, der ausfallen kann. Bei mir, ich hätte es jetzt eigentlich nicht erwartet, dass es... Nee, sollten wir eigentlich nicht machen. Dass das jetzt heute solche Probleme gibt, denn ich habe davor auch schon eine Runde aufgenommen, die Leona-Runde. Und da hat ja alles wunderbar funktioniert. Aber, hey, es ist, wie es ist. Nix in Sau, das schaffst du nicht. Niemand hat Ja gesagt. Niemand hat Ja gesagt. Oh Gott. So, erstmal wieder die Mitte deffen. Die Cassiopeia ist hier auch irgendwie ein bisschen weit draußen. Mal schauen, ob wir die noch rauskriegen. Ja, die geht hier den richtigen Weg. Geben wir ihr mal noch ein Schild. Über dieses Schild bekommt sie halt auf jeden Fall den Movement-Bonus. Damit sie den Tentakeln ausweichen kann. Muss sie aber natürlich auch nicht. Best Timing, Internet. Best Timing. Da lieber rangehen und ihm noch ein Schild geben, weil ich meine, ich überlebe sowieso. Hoppa. Wenn wir hier rüber gehen. Jax hat ja hier Guardians Angel, ist also kein Problem. Ja, easy eigentlich. Easy. Und da können wir nochmal... Ne, können wir gar nicht festhalten. Dann beenden wir das Ganze einfach so. Da sollte es jetzt aber keine Probleme mehr geben. 15 Sekunden auf Jarvan. Das müsste ich ja theoretisch auch alleine hinkriegen. Wenn alle mitziehen würden. Wenn alle mitziehen würden, würde ich das alleine hinkriegen. Ja. Nice. Was macht denn Xin Zhao da? Also die letzten 5 Minuten hat der sich einfach gedacht, hören aus und rein. Da gehen wir mal das Schild, damit der Attack-Speed ein bisschen erhöht ist und wir auf jeden Fall hier den Inhib noch kriegen, falls wieder etwas schief geht, was ich mir durchaus denken kann. Ich fand das gar nicht so unwahrscheinlich, dass nochmal hier was schief geht. Definitiv interessant, die Ulti für den Supporter zu nutzen. Schade, dass...
Das ist einfach so unfassbar lame, dass das wirklich jetzt so gezwungen einer hier oben, der andere weiß Gott wo stirbt, alles so unfassbar gesplittet. Theoretisch muss man jetzt sagen, Masa hat die Ulti für mich rausgehauen. Das heißt, der ist eigentlich das nächste Ziel. Ich bin mit meinem Alpenbild schon durch. Und von dem her könnten die den weghauen, könnten dann Miss Fortune rausnehmen. Jax kann das super machen, aber was hat er probiert hier? Na, nochmal Backdoor. Backdoor übrigens der nächste Begriff. Ein Backdoor bedeutet, dass man versucht, ein Objective einzunehmen, ohne dabei Minions um sich herum zu haben. Eben jetzt hat hier passiert beim Nexus. Da ist es in den wenigsten Fällen wirklich, dass man vom Backdoor spricht, wobei man da auch das Play von Xpeki kennt. Aber ein Backdoor an einem Turm heißt auch, dass man da einfach rangeht und keine Minions um sich herum hat. Was aber auch zur Folge hat, dass diese Minions dann nicht die Rüstung vom Turm reduzieren. Also, wenn Minions am Turm sind, ist die Rüstung vom Turm reduziert und man macht mehr Schaden. So, jetzt gehen wir mal mit dem Chaos-Idioten hier mit, damit man das Ganze beenden kann. Das ist ja wirklich gerade nur noch ein Trauerspiel. So, da la. Tja, da kann ich dir leider nicht mehr helfen. Aber du schaffst das auch alleine. Gut. Ja, warum denn nicht gleich so? Warum hat er es alleine probiert? Und warum hat er versucht, den Baron zu machen? Dieser Kerl! Ah! Da war der Ton am Ende weg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, Gemüse.